Wieso? Ah ja. Grüß euch, ich habe zuerst einen Aufsatz und dann noch ein Gedicht für euch. So. Also einen Aufsatz einmal. So. Vielleicht nur eine Frage des Geldsystems. Ich könnte vermutlich Stunden auf die Verwerfungen unseres Geldsystems blicken und darüber reden. Ich könnte auch Verwerfungen der freien Marktwirtschaft aufzählen. Und viele Aufzählungen rühren bei genauerer Betrachtung aus der Geldsystematik. Wenn wir alleine die Geldsystematik auf ein umverteilungsneutrales bzw. ein Geldsystem umstellen, das sich aus der Systematik heraus gleichmäßig auf alle Menschen verteilt, dass die Menschen, die viel arbeiten, trotzdem Millionäre werden können. Dass die, die sich so einen Wohlstand tatsächlich erarbeiten, ihn auch verdienen, stellt kein Problem für mich dar, solange es sich um ein vernünftiges Geldsystem handelt, in dem so etwas halbwegs gerecht möglich ist. Alleine eine Umstellung des Geldsystems von einem verzinsten Schuldgeldsystem auf ein System mit fließendem Geld ist auch schon ein großer Schritt. Wenn wir zum Beispiel eine doppelte Geldschöpfung für jeden Menschen pro Monat einführen, 1000, nennen wir sie Gulden, ich mag den Namen Gulden, als bedingungsloses Grundeinkommen und die zweite Geldschöpfung 1000 Gulden für den Staatshaushalt als Verwaltungsaufwand für jeden Menschen, pro Monat also insgesamt 2000 Gulden pro Mensch. Das alleine würde zu einer immensen Inflation führen. Dann bauen wir einen Negativzins ein. Das Geld wird pro Monat um 2% weniger. Dann stellt sich eine Geldmenge pro Kopf in den Staat von 100.000 ein. Da ja 2.000 Gulden 2% von 100.000 Gulden sind. Es ist klar ersichtlich, dass es ja eine Geldschöpfung pro Mensch für den Menschen gibt, dass niemand mehr zu betteln braucht. Steuern und Sozialversicherungen fallen ebenso weg, da ja der Staatshaushalt durch die Geldschöpfung finanziert wird. Und wenn Steuern wegfallen, so, dann gibt es auch deutlich weniger Rechenarbeit für Geld. Ein immenser Arbeitswulst würde wegfallen. Und da durch dieses Grundeinkommen für ein Einkommen gesorgt ist, wird niemand dazu genötigt, Arbeit zu machen, die er nicht will. Die Arbeit, die kaum einer machen will, wird natürlich entsprechend belohnt, wenn sie trotzdem vonnöten ist. Dann würden vielleicht Kanalarbeiter oder Minenarbeiter die meistbezahlten arbeiten. Dann sind die neuen Millionäre die, die wirklich arbeiten. Ein Millionär zu werden ist zwar schwer, aber nicht unmöglich. Man müsste nur mehr als 20.000 im Monat verdienen, um ein solches Vermögen zu erhalten. Dann wird die erste Million nicht die schwerste wie in unserer Geldsystematik, sondern die leichteste. Wenn die Steuerlast und die Zinslast auf den Produkten wegfallen, werden sie auch deutlich billiger. Bei den meisten Produkten fällt dann rund die Hälfte des Preises weg. Da der Konkurrenzkampf auf die fehlenden Zinsen von Unternehmen und Menschen wegfällt, wird Kooperation die erfolgreichere Art zu wirtschaften werden. Diese ganzen Kapitalorientierungen der Medienkonzerne würden auch vielleicht ein Ende nehmen. Wenn nicht, oder auch wenn, Kapital und Medien sind Staatsgewalten wie Exekutive, Judikative und Legislative, die unbedingt getrennt gehören. Wenn dieser Kampf um die fehlenden Zinsen verschwindet, lösen sich wahrscheinlich auch viele andere Probleme. Umweltschutz wird möglich, da das System nicht einem permanenten oder besser gesagt einem krankhaften Wachstumszwang unterliegt. Der Finanzmarkt wird keine Blasen mehr werfen, da die Geldschöpfung auf nationalen oder regionalen Zentralbanken liegt und durch die Zahl der Einwohner definiert ist. Wenn die Allgemeinheit weiß, wie und warum das Geld entsteht und einverstanden ist, dann sehe ich auch kein Problem, damit das Geld aus Luft als rein elektronische Zahl entsteht. Wir sollten uns freuen, dass wir Geld aus Luft schöpfen können, aber die Geldschöpfung sollte in der Hand der Menschen liegen, in der Hand von Banken, die aufgrund einer gesetzlichen Bestimmung, die mit Einverständnis der Menschen gemacht wurde und nicht nach Lust und Laune einiger weniger.
Wenn die Probleme des verzinsten Schuldgeldsystems verschwunden sind, sieht man klarer auf die Probleme der freien Marktwirtschaft, damit diese ebenfalls angegangen werden können. In einem solchen System sind sogar Zinsen auf Geld, das von Banken hergeborgt wird, möglich. Der Mindestreservesatz liegt dann bei 100%. Die Frage ist jedoch, ob sich Zinsen in einem solchen System dann tatsächlich durchsetzen würden. Das Argument, dann arbeitet keiner, wenn jeder ein Grundeinkommen hat, kann und will ich nicht gelten lassen. Gewisse Arbeiten macht der Mensch gerne, sonst würden nicht so viele Menschen ehrenamtlich in Vereinen, bei der Feuerwehr, beim Roten Kreuz, in der Kirche, bei den Pfadfindern oder sonst wo arbeiten. Ohne diese ehrenamtlichen Arbeit würde Österreich stehen. Auch arbeiten viele Leute gerne in ihrem Garten und haben ein kleines Gemüsebeet oder haben Apfelbäume in ihrem Garten stehen. Dann ist auch die Politik ehrlicher mit einem gut funktionierenden Geldsystem. Wir sollten trotz aller Missstände dankbar sein, dass es uns so gut geht. Denn die Politikdarsteller handeln nur so gesetzes- bzw. verfassungswidrig, weil sie abhängig sind von Geldgebern, von der Wirtschaft, weil sie keine andere Wahl haben, weil sie keine Alternative sehen. Frau Merkel hat dieses System als alternativlos bezeichnet. Zeigen wir ihnen eine Alternative, dann werden schon bald statt den Politikdarstellern von heute echte Politiker regieren. Dieser Aufsatz wurde von Plan B, Revolution des Systems für eine tatsächliche Neuordnung, von Andreas Popp und Viktor Albrecht und von Gradido, natürliche Ökonomie des Lebens, von Bernd Hückstedt inspiriert. Zeigen wir den Menschen, dass es Alternativen gibt. Christoph Arbes. So, und jetzt noch das Gedicht. So. Der gute Freiwesten, der gute Freiwesten. Freie Meinung gibt's da, das kann man testen. Wer sich nach ihm profiliert, der gewaltig profitiert. Und die alten Dogmen der Kirche, die gibt's nicht mehr. Oh Gesellschaft, du Glückliche. Ha, wer's glaubt, der den Machthabern zu viel traut. Dogmen gibt's zur Genüge, alleine schon die Klimalüge. Auch davon nicht gegen das System, da werden gleich alle unangenehm. Sie beschimpfen Terrorist, doch der wahre Übeltäter ihre Regierung ist. Meinungsalternativen gibt's keine, schon die Politik alleine. Stell dir vor, alle sind von der EU angetan. Doch die Verbrechen von dieser werden abgetan. Es gibt keine Partei kontra EU, doch da stimmten viele zu. Auch der Euro ist heilig, aber mit der Abschaffung hat so mancher eilig. Rechts ist böse, links ist gut, solange man nicht zu viel des Linken tut. Und erst Demokratie, eine Lüge wie nie. Das Volk herrscht ganz allein, wenn es doch wahr wird sein. Der Kapitalismus regiert die Welt, ganz wie es ihm gefällt. Und das Spiel guter Staat, böser Staat ist nur des Amerikaners Saat. Wenn man ein bisschen nachdenkt, jeder sofort einlenkt. Kooperation mit den USA und das gute Land ist da. Was ist das für ein Duft? Nach Krieg riecht's in der Luft. Die Frage ist nur noch, wie lange es noch dauert, bis sich jeder daheim einmauert. Die gute freie Welt. Die Frage ist nur, wie lange sie noch hält. Wie lange es noch braucht, bis der Mensch aufwacht und zu denken beginnt, habe ich die letzten Jahre gespinnt? So, danke. So. Jetzt hören wir noch was musikalisches.